du hast einen Traumjob, du erfüllst Wünsche, Wünsche von alten Menschen, von Menschen mit Demenz. Wie bist du zu diesem Job gekommen? Ich hatte als Jugendlicher einen Traum und der ging so, dass ich fand, es gibt Denkmäler, das sind oft berühmte Persönlichkeiten, es gibt Bibliotheken, das sind Schriftsteller und so weiter und so fort. Eigentlich wäre mein Traum, dass jeder Mensch einen Platz hat in diesem Museum der Unsterblichkeit. Und wie ich auf diesen Wunsch gekommen bin, da ist mir klar geworden, dass eigentlich in Wünschen eine große Kraft liegt und ich hatte den Wunsch, auch Wünsche gerade von alten Menschen zu erfüllen. Angefangen hat das ganz klein. Also meine Tochter hat den Wunsch, die Wunscherfüllung eines Buben erlebt, eines krebskranken Jungen, und hat das am Abendessen erzählt und hat mich gefragt, Papi, wie geht es denn den alten Menschen in Alters- und Pflegeheimen? Was haben die für Wünsche? Und das war die Initialzündung und es begann mit der Erfüllung eines ersten, zweiten, dritten Wunsches. Und dann kam die Kantonalbank, die fand das eine gute Idee und hat das unterstützt. Und erst da konnten wir größer denken. Wie viele Wünsche hast du mittlerweile erfüllt? Es sind über 70 Wünsche, die wir inzwischen erfüllt haben. Und nicht ich habe die erfüllt. Also ich bin immer mehr im zweiten Glied. Ich bin eigentlich derjenige, der versucht, diese Wunscherfüllerinnen zusammenzubringen mit den Heimen, also mit jenen alten Menschen, denen der Wunsch erfüllt wird. Hast du zwei, drei besonders berührende, spektakuläre Beispiele? Ein ganz schönes Beispiel ist jenes der alten Frau, die hat ihren Sohn verloren. Der liebte die Berge und wünschte nach seinem Tod, dass seine Asche über die Berge verstreut wurde. Und der Tod des Sohnes hat sie über Jahre immer wieder beschäftigt. Und dann hat sie den Wunsch geäußert, nochmals diese Berge zu überfliegen, wo die Asche ihres Sohnes verstreut worden ist. Menschen mit Demenz können sich oft nicht mehr verbal ausdrücken. Wie findet man heraus, was ihr Wunsch sein könnte oder was er ist? Das ist eine echt und eine kreative Aufgabe, weil der Wunscherfüller wird oft ja nicht wiedererkannt, wenn er zum zweiten, dritten, vierten Mal kommt. Es bedingt die Zusammenarbeit mit den Pflegenden. Es bedingt zum Beispiel eine Liste zu erstellen, wo die Wünsche immer wieder aufgelistet sind, bis man irgendwann auf jeden Wunsch stößt, wo man merkt, wow, das zündet. Das zündet im Gesicht, zündet in den Augen und dann diesen Weg dann weiterzugehen. Konkret in diesem Fall war es eine Pflegerin, die sich daran erinnerte, dass diese Frau Fußball schaute bis tief in die Nacht an der WM. Die durfte dann ins Stadion nach St. Gallen. Eine Wunscherfüllerin hat sie dann im Stadion nach St. Gallen begleitet. Und sie hat gesagt, das habe ich noch nie erlebt, wie sie gestaunt hat. Also sie kannte noch das kleine Espen Moos, aber den Kibun Park, diese Größe, dieses Publikum, diese Wucht an Stimme und so weiter, das hat sie völlig mitgenommen, hat sie nicht vergessen. Noch wochenlang später hat sie sich daran erinnert. Hast du dir schon einen Wunsch zurechtgelegt, wenn du mal so weit bist, in 20, 30 Jahren, wenn dich junge Menschen fragen, welchen Wunsch darf ich dir erfüllen? Also ich bin begeisterter Fußballer und mein Wunsch wäre es mal, in einem wichtigen Spiel in der Pausenkabine dabei zu sein.